Liebe, treue und neue Zuseher von Götterfunken Genuss für Geist und Gaumen. Endlich komme ich doch einmal wieder dazu, ein neues Video einzustellen und bin Ihnen auch noch die Antwort auf die Frage schuldig, ob und inwieweit es überhaupt mit diesem Kanal weitergehen soll. Meine Bedenken dazu hatte ich vor, ich glaube, 2 Videos in dem Matthias Claudius Film geäußert und salopp zusammenfassen könnte man sie mit dem abgewandelten Text des Erfolgsliedes einer namentlich pseudo-royalen A Cappella-Gruppe, die zum Teil aus dem Thomanerchor Leipzig hervorgegangen ist, etwa dergestalt: Das ist alles in der Cloud. Das ist alles nicht mehr meines. Das hat Google sich gezogen und gestohlen und geraubt. Entschuldigung, das hatte ich nicht erlaubt. Statt Google setze Amazon, Facebook, Microsoft und wie die großen Spieler des Überwachungskapitalismus überhaupt heißen mögen. Und leider doch, wir haben es erlaubt, zumindest indem wir unbedarft die ganzen Datenschutz- und AGBs-Bedingungen angeklickt haben oder besser gesagt ihnen zugestimmt haben mit irgendwelchen Haken oder Ja's, die wir gesetzt haben. Andererseits haben wir ihm auch wiederum nicht zugestimmt, denn diese überwältigenden und ja umfassenden Rechte zur Nutzung und Speicherung, die sich die Konzerne für unsere Daten einräumen in diesen Bedingungen, sind oft so unter Tausenden von Zeilen verklausuliert formuliert, dass man da nicht wirklich von einer willentlichen Zustimmung sprechen könnte, zumal man für manches sicherlich auch Jurist sein müsste mit dem Spezialfachgebiet, um es auseinandernehmen zu können, was da nun wirklich im Einzelnen gemeint ist. Darum soll es aber hier nicht weitergehen. Ich möchte Ihnen nur sagen, ich habe mich dazu entschlossen, ja, solange es mir Freude und Ihnen auch Spaß bereitet, werde ich versuchen, das ein oder andere Mal einen Film einzustellen, hoffentlich häufiger als in letzter Zeit, was durch eine Großbaustelle im Haus hier wirklich eine ganze Weile gedauert hat. Aber es soll mit diesem Kanal weitergehen, ob genau in der gleichen Art und Weise oder etwas anders, mal mit etwas kürzeren Filmen. Ich neige ja, wie Sie wissen, dazu doch etwas ausladender zu reden. Und um das jetzt hier abzukürzen, ja, ich möchte schon irgendwie in dieser Form oder anderer Form mit dem Kanal weitermachen. Zur Verkostung heute ausgewählt habe ich eine dem Jahresende, vielleicht auch dem Jahresanfang, denn das neue Jahr wird hoffentlich besser. Zutrauliche Zigarre, und zwar handelt es sich um die Laura Chavin Classic 66. Es ist eine Churchill, ein Churchill-Format, benannt nach dem berühmten Premierminister von Großbritannien, Sir Winston Churchill. Es war das Lieblingsformat für die Zigarren, mit denen er so bekannt geworden ist, die er so gern täglich, ja, man könnte fast sagen, rund um die Uhr geraucht hat. Und bei ihm war es das Format von der kubanischen Firma Romeo y Julieta. Ich glaube, es war die Nummer 2, die nun dann später ihm zu Ehren den Namen Churchill trug. Und das übertrug sich dann auch auf die Zigarre. Und diese Zigarre weist eine Länge von 17,8 cm aus. Und sie hat ein Ringmaß von 48, also 1,9 cm Durchmesser. Ihre Tabake stammen fast alle aus der Dominikanischen Republik, was die Einlage und was das Umblatt betrifft. Das Deckblatt kommt aus Ecuador und ist ein Connecticut-Deckblatt. Ich will die Zigarre einmal anschneiden und den Kaltgeruch. Testen. Das ist etwas sehr Blumiges, also jetzt nicht in Richtung Parfum, aber doch Blumenwiese. Leichte Gras, Holz, Blütenaromen und im Kaltzug. Spiegelt sich das eben im Geruch gefundene wieder.
mit einer zusätzlichen, eher ja, leicht fruchtigen Note. Dominierend Holz, leichte Blumigkeit. Derweil ich diese Zigarre nun anzünden möchte, hier liegt mein Feuerzeug, ich bin irritiert, weil meine schönen alten Feuerzeuge, die mich über so lange Zeit begleitet haben, nun doch den Geist aufgegeben haben und ich konnte sie nicht mehr nachkaufen. Deswegen muss ich jetzt mit diesem hier zurechtkommen, das scheint auch nicht zu wollen. Derweil erzähle ich Ihnen etwas über den Götter, oh, das ist zu stark eingestellt, über den Götterfunken-Paten von heute. Es ist der Dichter Rudolf Baumbach, den kennt man namentlich heute kaum mehr. Er wurde 1840 im thüringischen Kranichfeld geboren, ist dann bald darauf nach Meiningen gezogen, in die berühmte Theaterstadt. Oh, das muss ich mit dem Feuerzeug muss ich noch umgehen lernen, wie Sie sehen. Aber so sieht man auch mal, wie man es nicht unbedingt machen sollte. Naja, nicht viel passiert. Ein paar stärkere Röstaromen als gewöhnlich. Rudolf Baumbach, wie gesagt, in thüringischen Kranichfeld geboren, sehr früh nach Meiningen gezogen, war der Sohn eines Arztes, später Hofarztes, der allerdings, der Vater, bereits verstarb, als der Sohn 7 Jahre alt war. Und warum? Weil er als einziger Arzt in der Gegend bereit war, seinen Dienst zu tun und sehr kranke, mit Typhus infizierte Patienten zu behandeln. Und er hat sich dann selber angesteckt und ist an dieser Krankheit verstorben. Der junge Rudolf wurde dann von seiner Mutter und seinen Großeltern erzogen, besuchte das Meininger Gymnasium und zeigte einiges Talent zur Malerei und gedachte wohl auch Maler zu werden. Das hat man ihm dann ausgeredet als brotlose Kunst. Und so studierte er die Naturwissenschaften, vor allen Dingen die Botanik, zunächst in Leipzig, später dann, ich glaube, in Frankfurt und ich weiß gar nicht noch woanders, das kann ich aber auch gerne einblenden. Naja, Rudolf Baumbach jedenfalls war ein begeisterter Naturliebhaber und deswegen kam ihm dieses Studium dann auch entgegen. Er hat sich dann als Hauslehrer verdingt und dann später eine Alpenzeitschrift mit herausgegeben, für die er geschrieben hat. Er hatte immer ein großes Faible für den Alpenverein und für die Wanderung. Er hat einen Alpenverein mitbegründet, sozusagen die Adria-Sektion, denn er war dann später in Triest ansässig. Triest war ein Schmelzpunkt der Kulturen. Dort lebten Kroaten, Slowenen, Italiener, Österreicher, Deutsche. Und da fühlte er sich eine Zeit lang sehr, sehr wohl und schrieb eben für diese Zeitung, ich glaube Enzian hieß sie, einige Beiträge. Und diese Zeitschrift, die konnte man, glaube ich, gar nicht kaufen, sondern nur zum Lesen mieten in einem Gasthaus. Und alle Einnahmen davon gingen dann wohl in den Alpenverein, von dem dann irgendwann eine Schutzhütte finanziert werden sollte. Dann arbeitete er wieder als Hauslehrer. Und irgendwann erzählte ihm ein Freund von einer slowenischen Sage. Slowenien ist ja direkt um die Ecke. Triest ist ja nicht sehr weit von den slowenischen Julischen Alpen. Und diese Sage ging um den magischen Geißbock Zlatorog, das Goldhorn. Und er, der die Natur kannte, wo das Ganze spielte, er war begeistert davon und ließ sich den Stoff genau erzählen und machte daraus ein kleines Versepos. Und dieses Versepos, ich glaube, in den 70er Jahren, 1870er Jahren erschien, das war sein literarischer Durchbruch und er entschloss sich von da an nur von der Literatur zu leben und sozusagen damit sein Brot zu verdienen. Kommen wir zur angezündeten Laura Schawin-Zigarre. Ein sehr cremiger Rauch mit einem guten Zug und gutem Zugvolumen.
und einem sehr fruchtigen Aroma mit starken Holznoten. Die Frucht geht so, ja, ist gar nicht so einfach zu definieren. Da ist ein Hauch Birne bei, aber vor allem auch ein paar Zitrusnoten. Nichts also so Starkes, eher was Mildes. Ja, ich möchte jetzt nicht Mandarine sagen, das ist wahrscheinlich die gerade aktuelle Weihnachtszeit, in der wir diesen Film drehen, die mich dazu verführt, aber doch so ein paar Zitrusfrüchte kommen da durch, vor allen Dingen aber auch die blumigen und holzigen Noten. Bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt zur Zigarre selber. Dem Hintergrund einiger Aficionados werden den Namen Laura Chavin in meiner frankophilen Naivität dachte ich, glaube ich, zunächst, es müsste eigentlich doch Laura Chavin heißen, aber nein. Es heißt Laura Chavin und einige Aficionados werden diesen Namen entweder positiv oder negativ in Erinnerung haben. Ich möchte mich in diesen Streit nicht groß einmischen, aber es gab diese Marke bereits Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre von Helmut Bürle begründet. Und übrigens nach seiner Tochter benannt und ausdrücklich Laura Chavin und nicht Chavin gesprochen, kam diese Marke, ja, ich möchte sagen, mit großem Tamtam auf den Markt, in großen Festivals, in großen werbewirksamen Auftritten, wurde sie präsentiert als Premium-Zigarre und viele, viele Aficionados waren extrem begeistert. Und andere sagten, das ist ein überteuerter dominikanischer Durchschnittsstumpen, der einfach nur mit viel Marketing auf den Markt gedrückt würde. Ich kann und möchte das nicht beurteilen, denn hierbei handelt es sich nicht um die damalige Laura Chavin, sondern die damalige Firma ist, glaube ich, 2017 endgültig insolvent gegangen. Und einer jener Aficionados, die darum trauerten, dass diese Marke wegging, war ein Mann, der auch wieder aus dem Marketing kommt, Willy Knopf. Und Willy Knopf kaufte die Rechte an der Marke und ich glaube auch die Insolvenzmasse auf, sodass er schließlich 2019 die Marke unter gleichem Namen wieder neu etablieren konnte. Die Tabakmischungen sind schon etwas Besonderes, allein dadurch, dass man hier Tabake nimmt für die Einlage allein 6 verschiedene, die man zusammen komponiert und sie sind 4, teilweise 5 Jahre wohl gereift. Man hat dann, wie gesagt, noch ein Umblatt aus der Dominikanischen Republik und ein sehr schön anzusehendes Deckblatt, ein Connecticut Shade aus Ecuador, was eine auch sehr angenehme Haptik hat, auch die Zigarre nicht zu fest und nicht zu locker, also das ist wirklich ein ansehnliches Stück Tabakrolle, was man hier so sieht. Und diese Linie, die heißt genau Classic Nummer 66, das ist dieses Churchill-Format, kommt in einer hochwertigen Holzkiste daher. Sie sehen, ich habe hier schon einiges genascht. Diese Kisten sind wirklich im Gegensatz zu vielen anderen auf dem Markt recht schön aufgemacht. Die sind recht stabil, haben ein gutes Gelenk und auch hier ist eine sehr angenehme Haptik vorhanden. Man versucht also doch wieder dieses Premium-Segment zu bedienen. Ob sich das rechnet, weiß ich nicht. Ob sich das rentiert, kann ich noch nicht sagen. Ob es gerechtfertigt ist, werde ich Ihnen am Ende des Videos aus meiner Sicht mitteilen. Zunächst kann ich sagen, dass die ersten Züge jetzt auch eine ganz minimale Spur an Pfeffrigkeit aufweisen. Wir sprechen aber von einer recht milden Zigarre. Trotzdem ist an der Lippe und am Gaumen ein
bisschen Pfeffrigkeit da. Und die Zigarre ist, wie gesagt, Edition 2019. Wir haben jetzt Ende 2020. Das heißt, die ist schon auf einem sehr guten Reifepunkt. Im nächsten Jahr hat sie vielleicht noch mal etwas mehr Potenzial. Das werde ich dann gerne noch mal überprüfen. Aber diese Schärfe ist ein schöner, leichter Gegenpol zu den milden, blumigen Aromen, zu den milden Zitrusfruchtaromen und den Holztönen. Das ist ein schönes Spiel am Gaumen. Zu unserem Götterfunkenpaten möchte ich Ihnen jetzt doch die Gelegenheit geben, einmal hineinzuschnuppern in sein Werk oder zumindest auch in die Gedankenwelt, in die er sich verlor. Und da erzählte ich ihm vom Slatterrock, gerade eben von dem magischen Geistbock. Der Slatterrock ist ein magischer Gams oder auch Steinbock von schneeweißem Fell und mit goldenen Hörnern angetan, die gleichsam der Schlüssel zu einem sagenhaften Schatz sind. Slatterrock lebt auf den Höhen des mächtigen Triglaf-Berges in einem paradiesisch blühenden Garten, der den Rojenisse, den weißen Frauen, eigen ist. Diese feenartigen Gestalten mit Zügen klassischer Schicksalsgöttinnen steigen zuweilen in die Täler hinab, vor allem, wenn dort ein besonderes Kindlein geboren wird. Baumbach schreibt: Aber der, an dessen Wiege einst die Rojenisse standen, steht, solang er frei von Schuld ist, unterm Schutz der weißen Frauen. Ihre milden Hände häufen Glück und Segen auf sein Haupt. Eines dieser Kinder, das freilich nichts mehr von den besonderen Umständen seiner Geburt weiß, ist der junge Jäger, der im Mittelpunkt der Geschichte steht und eines Tages den geheimnisvollen Garten entdeckt. Selten sieht ein Mensch das Angesicht der weißen Frauen, noch seltener aber darf ein Auge schauen, den ewig grünen Garten drein sie hausen. Ein Gemsenrudel, weiß wie frischer Schnee, geführt von einem Bock mit goldenen Krickeln, dem Slatorock, behütet das Gelände. Und wenn ein Mensch sich naht, dann rollen Steine die Gemse von der Wand und Blitze zucken aus ihres Führers Goldgehörn, dass eilig der aufgeschreckte Mensch zurück sich wendet. Doch unser Jäger schafft es, den Garten zu betreten und will schon auf den weißen Bock anlegen, als ihn die Stimmen der mächtigen Frauen zurückhalten. Noch hört der Jäger auf die Mahnung, den Slatorock nicht zu erlegen. Aber natürlich ist unsere Geschichte eine letzten Endes allzu menschliche, die um die Themen Liebe, Macht, Reichtum, Neid und Stolz sich dreht. Und so wird der Jäger in blindem Verlangen zu der schönen Wirtstochter Jeriza aus dem Sotscha-Tale eines Tages von Eifersucht und gekränkter Ehre getrieben, trotzig zurückkehren in den Zaubergarten im Gebirge und den magischen Geißbock schließlich erschießen. Aus dessen Blut aber, das zu Boden tropft, erwächst sofort die rote, wundersame Triglafrose. Dieses Bild hat der Maler Karl Huck auf einem dekorativen Gemälde aus dem Jahre 1923 festgehalten. Hier sehen wir in die traurigen Augen des heiligen Tieres, dessen seelische Wunde ob des Verrates an ihm und den Rojenisse schmerzhafter zu sein scheint als die tatsächliche Schusswunde. Aus dem Gemälde ist es auch nicht schwer herauszulesen, was die Alten, die vor Jahrhunderten in diesen Mythen lebten, sich unter dem magischen Tier vorgestellt haben mögen. Wie der in der Darstellung zum Fantastischen neigende riesige Gamsbock sich in die realistisch gebildete Gebirgslandschaft einfügt, mag man in seinem weißen Fell sowohl Wolken als auch Gletscher erkennen. In seinem goldenen Gehörn die Blitze eines Gewitters, das in seinem Huf und Hornschlag donnernd widerhallen zu vermag. Und letztendlich sehen wir in den traurigen Augen des Bockes auch Tränenregen angedeutet.
Was wir hingegen in diesem Gemälde nicht sehen, ist der Fortgang der Alpensage, wie Rudolf Baumbach seine Verserzählung untertitelt. Der Weidwunde Slatterhock frisst von den aus seinem Blute ersprossenen Triglafrosen, was ihm das Leben und die volle Stärke wiederschenkt. Und das Schicksal des Jägers erfüllt sich grausam. Jetzt betritt sein Fuß ein schmales Grasband, rechts die Wand, die blaue Luft zur Linken, unter ihm die purpurfarbene Tiefe. Da auf einmal hemmt den Weg ihm drohend Slatterhock, vom Zauberkraut genesen. Blitze zucken um den goldenen Hauptschmuck, und geblendet steht der Trenter Jäger. Kreisend drehen sich um ihn die Felsen, kreisend alle schneegekrönten Gipfel. Jeriza ertönt's von seinem Munde. Jeriza erschallt es tausendstimmig aus den Felsen. Und dann wird es stille. Stolz und langsam zieht der goldgehörnte Slatterhock bergab. Der Weg ist frei. Der Slatterhock, dieses Versepos, ist eigentlich ein sehr kleines Büchlein von gerade mal 80 Seiten, sehr schön aufgemacht. Neu bekommt man es, glaube ich, gar nicht mehr, aber antiquarisch ist es noch gut zu finden. Es ist auch illustriert, ich habe hier mal ein Zeichen reingesetzt. Die Illustrationen allerdings sind möglicherweise handwerklich einigermaßen gelungen, aber inhaltlich völlig daneben. Man würde eigentlich sagen, Thema verfehlt. Der Illustrator, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, sonst blende ich es nochmal ein, er geht sich hier in seiner griechischen Bildung, was zu dem Sujet, dem Alpensujet und dem Inhalt des Buches so gut wie gar nicht passt. Also da hat die Gartenlaube, diese Zeitschrift, die wir eben in den Götterfunken gesehen haben, deutlich bessere Illustrationen hervorgebracht. Aber es ist immer noch ein sehr schönes, sammelwürdiges Büchlein und gerade für den Inhalt, doch für den einen oder anderen an der Poesie Interessierten sicherlich immer noch sehr interessant. Es hat 70 Auflagen erlebt. Es war sehr, sehr erfolgreich zu seiner Zeit und hat ihn, wie gesagt, populär gemacht. Robert Hammerling hat das Buch sehr, sehr gelobt, dieses Versepos. Und die Legende vom Slatterhock, ich muss es so aussprechen, das slawische Blut in den Adern meiner Frau, des Regisseurs hinter der Kamera, hat mich gerade dazu verdonnert, es hieß Slatterhock und nicht Slatterhock. Also die Legende dieses Geißbocks mit den goldenen Hörnern spielt eben vom Triglaf, dem dreihäuptigen Hauptberg der Julischen Alpen, das ganze Trentertal entlang, wo die Soccer, die auf Italienisch Isonzo heißt, ihren smaragdgrünen Flusslauf durch dieses Trentertal bis hin zur Mündung in der Adria zieht. Dort spielt die Legende vom Slatterhock, hoffentlich jetzt endlich wieder richtig ausgesprochen. Sie nickt, alles ist in Ordnung. Und ich möchte für diese Gegend einmal ein bisschen Reklame machen. Ich bin da oft im Urlaub gewesen, weil ich ein Freund der Berge und des Wanderns bin. Wenn Sie das auch sind, das ist ein Stück wahrlich unberührter Natur, einer der letzten Wildflüsse, die wir in Zentraleuropa noch haben. Der Triglav Nationalpark und das kleine, wunderschöne Örtchen Bovec als Ausgangspunkt wären da hervorzuheben. Dieser Fluss, dieser wunderbare Fluss, die Socha, hat eine wirklich magische, smaragdgrüne Farbe. Ich blende mal hier Fotos aus den Urlauben ein, dann können Sie das erahnen. Und diese schöne Farbe, wenn Sie vielleicht nicht an der Natur, aber doch an der Geschichte interessiert sind, färbte sich in den Jahren 1915 bis 17 blutrot. Denn hier tobten einige der fürchterlichsten Schlachten des Ersten Weltkriegs, die sogenannten 12 Isonzo-Schlachten, die dann mit der 12. Schlacht, dem auf österreichischer und deutscher Seite so gefeierten Wunder von Garfeit,
dann ihr brutales Ende fanden. Diese Schlachten haben ein eigenes Museum, das Weltkriegsmuseum in Kobarid. Ein Museum, das wirklich den Besuch lohnt. Es ist sehr edukativ aufgebaut. Man lernt sehr, sehr viel, auch in deutscher Sprache. Es gibt Einführungsfilme, es gibt die ganze Geschichte mit Artefakten aus dem Krieg wunderbar nacherzählt, sodass man wirklich diese schreckliche Zeit und vor allen Dingen auch die Überwindung dieser Zeit durch die europäische Einigung und das europäische Friedensprojekt wunderbar nachempfinden und auch geistig nachvollziehen kann. Ernest Hemingway schrieb in seinem Roman In einem anderen Land über diese Schlachten. Und ergreifender vielleicht ist noch ein Gedicht an die Soča. Ich habe mir hier einen Auszug notiert des slowenischen Dichters Simon Gregorčič oder Gregorčič, ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, da ist auch immer der kleine Hatschek auf dem C. Und dieser Dichter starb bereits im Jahr 1905, glaube ich. Die Lebensdaten kann ich eben einblenden. Das heißt, er hat den Krieg gar nicht erlebt, schreibt aber fast wie eine Vision in diesem Gedicht an den wunderschönen smaragdgrünen Fluss Soča die Zeilen: Es lacht ob dir der Himmelsdom, doch um dich Blei wie Hagelschauer. Ein Regen Bluts, ein Tränenstrom und Schlachtendonner, Tod und Trauer. Rot bist du dann von unserem Sterben und Feindesblut wird dich verfärben. Dann magst du, Soča, dich erinnern an mein Gebet aus tiefstem Innern. Simon Gregorčič. In ja, visionärer Vorausahnung der 12 Isonzo-Schlachten, könnte man meinen. Kommen wir zurück zu Laura Shavin Churchill, die Nummer 66. Die durchaus komplexe Aromatik erweiterte sich im Verlauf des ersten Drittels und jetzt besonders im zweiten um nussige Aromen, und da ist wieder mein Macadamia-Nussgefühl, das ich so gerne zitiere. Es ist nämlich ein mildes, aber trotzdem sehr angenehmes, weiches Nussaroma, was hier mit den Holznoten ein wenig konkurriert und versucht, sie zu übertrumpfen, was ihm im Verlauf des zweiten Drittels auch gelingt. Immer noch untermalt von den blumigen und fruchtigen Aromen und auch etwas Milchkaffee gesellt sich hinzu. Schärfe ist kaum mehr vorhanden. Eine minimale Säure gesellt sich dazu, die vielleicht gegen die doch vorhandene Süße und Cremigkeit einen angenehmen Gegenpol setzt. Der Abbrand, das Zugverhalten nach wie vor für meine Begriffe wirklich optimal. Das macht Spaß, diese Zigarre zu genießen. Ich musste auch kein einziges Mal Schiefbrand oder so etwas korrigieren, bei keiner der Exemplare, die ich bisher geraucht habe. Das ist auch sehr selten, also die Qualität scheint hier zu stimmen. Was an dieser Zigarre auffällt, ist, dass sie durch ihre Milde, obwohl sie recht komplex ist, vielleicht auch für Einsteiger geeignet ist. Ich gehe da vielleicht bei der Bewertung noch mal etwas genauer drauf ein. Denn auch hier, wenn man jetzt nicht geübt ist, die einzelnen Aromen so stark rauszuschmecken, bildet sich doch ein Gesamtbild heraus, was man nicht anders als schmackhaft bezeichnen kann. Was also auch jemanden, der jetzt nicht die einzelnen Profile der Aromen herausfiltern möchte oder kann, dennoch ein Raucherlebnis, ein Rauchvergnügen schenken kann, das wirklich geeignet ist, um dem Zigarrengenuss ein treuer Freund zu werden. Apropos Treue und Liebe, unser Dichter Rudolf Baumbach, der übrigens auch unter dem Pseudonym Paul Bach schrieb, wollte in seiner Jugend einmal heiraten. Er war aber damals noch recht mittellos und die Frau, die er heiraten wollte, hatte auch kein Vermögen
Und so kam diese Hochzeit nicht zustande und über die Enttäuschung darüber kam er Zeit seines Lebens nie hinweg. Er hat niemals geheiratet und dieses Schicksal spiegelt sich auch in manchen seiner Werke wider, obwohl er auch über die Ehe meistens mit einem bissigen Humor durchaus zu schreiben wusste. Er verfasste ja nicht nur Gedichte, sondern auch Märchen und kleinere Erzählungen. Und in manchen dieser Gedichte kommt auch eine gewisse Satire, ja Witzigkeit zum Ausdruck, die ich Ihnen auch nicht vorenthalten möchte. Und hier direkt mal einen kurzen kleinen Götterfunken der Gestalt nachschiebe. Doppelter Ersatz. Gierig fraß das Himmelsfeuer einem Bauern Hof und Scheuer, und der reiche Erntesegen schwand ihm unter Hagelschlägen. Zu dem gram gebeugten Mann kam der Pfarrer und begann: Freund, verzweifle nicht im Leid, kurz ist unsere Prüfungszeit. Was dir nimmt der Himmel jetzt, wird dir doppelt einst ersetzt. Doppelt? Sprach der arme Bauer. Nun, so schwinde meine Trauer. Lieber Himmel, nimm mir alles, nimm die letzte Kuh des Stalles, nimm mir auch das Hemd vom Leib, aber lass mir nur mein Weib. Der Übergang zum letzten Drittel gestaltet sich ähnlich wie die vorhergehenden, nur dass jetzt wieder diese leichten, grasigen Noten, frisches Gras, die frische Blumenwiese, nochmal ein bisschen sich in den Vordergrund schiebt, zusätzlich zu den immer noch nussigen Tönen und auch die fruchtigen Aromen sind noch da. Der Rauch bleibt ohne starke Spitzen in einer Cremigkeit und ja, einer leichten Süße. Ist vielleicht auch die zarten Schokoladenaromen etwas begünstigt. Es ist eine Zigarre, die auch aufgrund ihres guten Zugsverhaltens und ja, dem Willen immer mehr hinaus zu schmecken, zum schnellen Rauchen verführt. Man sollte das aber nicht tun. Ich habe gerade vielleicht zu oft zu schnell gezogen. Es geht aber noch. Erstens hat man nicht so lange Rauchgenuss und zweitens, Sie wissen das, je schneller man eine Zigarre raucht, desto mehr Kondensat bildet sich, desto bitterer wird sie. Aber diese hier weist gar keine Bitterstoffe auf. Es ist eine friedliche Zigarre, die Ihnen freundlich entgegenkommt, weit ab von irgendwelchen Isonzo-Schlachten, vielleicht lieber in der Schönheit der Natur begründet liegt, um im Zlatorok-Bild zu bleiben. Unser Dichter Baumbach, den zog es gegen ja, fast schon Ende seines Lebens aus Wehmut zurück in die Heimat nach Meiningen. Dort lebte er wieder im Elternhaus und leider erlitt er dann einen schweren Schlaganfall, an dessen Folgen er dann gelähmt war und nicht mehr schreiben konnte. Und er verstarb dann 1905, glaube ich. Ich blende es ein oder habe es schon eingeblendet, infolge dieses Schlaganfalls. Seine bekanntesten Werke findet man noch vielleicht in Studentenliederbüchern. Dort findet man das ein oder andere Lied. Und das allerbekannteste kennt man heute unter dem Titel »Hoch auf dem gelben Wagen«. Populär geworden wahrscheinlich bei uns durch den Gesang des damaligen Bundesaußenministers und späteren Bundespräsidenten Walter Scheel, der, glaube ich, 1973 in einer Fernsehsendung dieses Lied trällerte. Allerdings in einer entschärften Variante. Er sang nur die ersten drei Strophen. Das Lied hat eigentlich vier Strophen.
Und auf dem Kutschbock sitzt ja der bekannte Schwager, bei dem der Protagonist ja vorne sitzt. Und dieser Schwager ist nicht etwa der angeheiratete Mann der Schwester, sondern es ist eine Verballhornung des Chevaliers, des Sattelpferdreiters der Postkutsche. Und im Schweizerdeutschen, kommend wohl aus der Stadt Chur, die ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt der Postreiterei und Postkutschenfahrt war, da nannte man den Chevalier Chevalga, was dann auf Deutsch zum Schwager wurde. Also wenn wir beim Schwager vorne sitzen, sitzen wir schlicht und ergreifend auf dem Kutschbock beim Postillon. Und wer wirklich zum Schluss dann dieser Postillon ist, das erfahren wir jetzt in dem Gedicht von Rudolf Baumbach, was den originären Titel trägt, Der Wagen rollt. Der Wagen rollt. Hoch auf dem gelben Wagen sitz ich, beim Schwager vorn. Vorwärts die Rosse jagen, lustig schmettert das Horn. Berge und Wälder und matten Wogen des Ährengold möchte wohl ruhen im Schatten, aber der Wagen rollt. Flöten hör ich und Geigen, kräftiges Bassgebrumm, lustiges Volk im Reigen tanzt um die Linde herum, wirbelt wie Laub im Winde, jubelt und lacht und tollt. Bliebe so gern bei der Linde, aber der Wagen rollt. Postillon an der Schenke füttert die Rosse im Flug, schäumendes Gerstengetränke bringt uns der Wirt im Krug. Hinter den Fensterscheiben lacht ein Gesichtchen hold, möchte so gerne noch bleiben, aber der Wagen rollt. Sitzt einmal ein Gerippe hoch auf dem Wagen vorn, trägt statt Peitsche die Hippe, Stundenglas statt Horn. Ruf ich, Ade, ihr Lieben, die ihr noch bleiben wollt. Gern wär ich selbst noch geblieben, aber der Wagen rollt. Die Hippe, die der Tod in der Hand hält, ist übrigens keine Ziege und auch kein Gebäckteilchen, sondern ein landwirtschaftliches Instrument, was in der Form etwas an eine Sichel erinnert und in größerer Form auch als Waffe fungierte und daher ähnlich wie die Sense selber oder die Sichel auch zum Attribut und auch zur Allegorie des Todes wurde. Deswegen hier das Gerippe, nicht nur des Reimes wegen, die Hippe hält. Die Zigarre kommt nun auch ihrem Ende entgegen, der Wagen rollt. Ich möchte so gerne noch rauchen. Es wird Zeit, das Zeugnis einzublenden. Zum Aroma hatte ich viel gesagt. Es ist eine komplexe Zigarre, die aber sowohl dem Einsteiger als auch dem Kenner Befriedigung zu schenken weiß. Ist vielleicht ein wenig wie Mozart es mal in einem Brief an seinen Vater so ähnlich formulierte. Ein gutes Musikstück zeichnet sich auch dadurch aus, dass es dem Kenner und dem Nichtkenner gleichermaßen Befriedigung schenkt. So ist es auch mit dieser Zigarre. Das Aroma ist durchaus breit gefächert. Es ist nicht üppig, es ist nicht groß überladen, es macht auch nicht einen solchen Spannungsbogen durch, wie es bei anderen Zigarren üblich ist. Es ist eher so wie bei einem guten Wein, der dadurch, dass er länger steht, immer mehr von sich preisgibt. Aber man könnte dieses Spektrum wahrscheinlich schon im Anfang erahnen und wenn man sie öfter raucht, merkt man auch, aha, dieser Ton, das weiß ich jetzt, der kommt später nochmal wieder. Es macht Spaß, das zu verfolgen. Es ist eine schöne Zigarre. Zur Verarbeitung, das Zugverhalten, wie gesagt, optimal.
Da kann ich nicht meckern, das gibt 5 von 5 Funken, da kann ich nicht drum rum. Möchte ich auch nicht drum rum. Es ist eine wirklich gut verarbeitete Zigarre. Alle Exemplare, die ich hatte. Optik und Haptik ebenfalls schön. Von der Kiste über die Zigarre. Das Anfassen des wirklich seidigen, feinen Deckblatts macht Freude und Spaß. Der Preis, das sind 17 Euro. Da lässt es ein bisschen federn. Nun gut, man könnte sagen, genießen Sie sie als Feiertagszigarre. Vielleicht kommt es ja noch vor Neujahr, das Video, wenn ich es mit dem Schneiden schaffe. Ansonsten vielleicht an Geburtstagen oder wenn Ihnen danach ist, einmal etwas tiefer in die Tasche zu greifen, in die Tasche zu greifen. Es gibt weitaus teurere Zigarren, die nicht so viel bieten. Es gibt günstigere Zigarren, die ja nicht ähnliches, aber doch auch viel bieten. Das ist aber üblich bei diesem unüberschaubar großen Markt, in dem wir Aficionados uns da bewegen. Ein Merkmal möchte ich aber hervorheben. Es ist vielleicht die erste und einzige Zigarre, der ich das Attribut bekömmlich zuschreiben würde. Nicht, dass sie heilende Kräfte hätte, höchstens vielleicht auf die Psyche, wenn man sich mal zurücklehnen möchte in Corona-Zeiten und alles vergessen möchte und in Traumschwaden des blauen Dunstes schwelgt, sondern sie ist wirklich für den Magen freundlich. Das heißt, sie brauchen keine große Grundlage, sie können sie auch vormittags mal genießen an einem schönen Tag. Auch im Freien ist sie gut zu rauchen wegen ihres Zugverhaltens. Es ist eine milde Zigarre, die bleibt im grünen Bereich auf unserer Skala und bei allem, was man über die Zigarre sonst noch sagen könnte oder überhaupt über eine Zigarre sagen könnte, denken Sie am Ende immer daran, manchmal ist eine Zigarre auch einfach nur eine Zigarre.